Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Soundcheck! So. Auf zum Finale. Würde ich mal sagen. Ja, geh auf. Da hinten brennt alles. Da lang, würde ich sagen. Wo kann ich es festmachen? Ach, da. Ah. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Und hoch hier. So. Hat doch geklappt! Oma, wie wird hier alles zu Bruch? Wow! So, ich will hier rüber. Irgendwie muss ich ja hochkommen. Ui. Wer da keine Reflexe hat, ist verloren. Wieder rauf. Starke Blitze, würde ich sagen. Wow. Hallo, Statue. Hier geht's so richtig ab.
Auf nach oben. Hui. Und wann? Warum muss hier eigentlich alles kaputt gehen? Ich bin gleich oben. O große Königin, durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwache! Ja, aber so einfach werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Verdammt viel Wind. Verdammt! Hat er mich gleichzeitig erschossen, wie ich eine Granate auf ihn drauf geballert habe. Schnell machen die. Wie schnell können sie einen töten? Wahrscheinlich sehr schnell. Ja, blöder Wind. Oh, du bist tot. Die werden einfach weggeblasen. Okay, danke. Danke, dass die zerquetscht wurden. So, komm raus. Komm raus. Komm raus aus deinem Versteck.
doch! Warum hast du nicht geschossen? Ich drücke und du machst nichts! Du hattest ja nicht mal leere Muni. Oder hattest du? Was zur Hölle? Mit einem Schuss nur oder was? Die machen aber ganz schön viel Schaden. So, tot. Oh Mann, jetzt kommt wieder, jetzt wird's wieder windig. Lass mich durch! Und weg ist er! Mann, es wird immer schlimmer mit diesem Wind. So, hoch hier. Ich komm näher. Warum so langsam, Lara? Wie sollst du in Zeitlupe denn gehen? Oh nein, nicht du schon wieder. Aua! Ah, du bist auf dem Rücken ungeschützt. Nein, ich war zu nah.
Immer auf dem Rücken. Nein! Ich hab das. Aua! Hehe, in den Rücken geschossen. Oh, du hast einen Helm verloren. Ja. Zeitpunkt verpasst. Kommt schon. Lass mich doch mal an dich ran. Du schützt den Rücken, ne? So, stirb! Mistvieh! Hohoho! Du schon wieder. So, geh weg. Blöder Messias. Ja, so kennen wir sie mit Pfeil. Das überlebt er nicht.
Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Und die Stimme scheint aufzuhören. Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Überlebenskünstler, ja genau. Ich gehe nicht nach Hause. So. Man kann sagen, das war jetzt mein Let's Play von Tomb Raider. Als Nachfolgeprojekt habe ich natürlich den Nachfolger bestimmt. Den habe ich eigentlich noch gar nicht richtig durchgespielt. Und warum? Weil ein anderes Spiel mich gerade gefesselt. Far Cry 4. Mann. Und das einfach nur, weil es so viel Umfang hat. Da sammle ich nämlich gerade alles auf. Alles. Ich spiele da eigentlich die PS4-Version. Ja, die hat auch das DLC damit bei, das ist gut. Ich frage mich, wie lange sind die Credits? Was soll ich sagen? Ich finde das Spiel ziemlich gut. Ich finde es geil inszeniert, würde ich sagen. Und sehr blutig, natürlich. Deswegen ist es ja auch ab 18.
anders. Der Ex ist ja ab 16. Da ist es aber auch nicht so blutig. Zumindest habe ich keine Stelle gesehen, die so die blutig ist. Ich frage mich jetzt eigentlich, wie lange dauert das noch? Das dauert ja wirklich lange. Oder soll ich abbrechen? Nee, ich lasse es doch durchlaufen. Ich frage mich eigentlich, ob da jetzt noch eine Filmsequenz kommt, weil das habe ich ein bisschen länger jetzt nicht mehr gespielt gehabt. Wehe, das läuft jetzt in Dauerschleife. Und ich hab's bemerkt, und das war übrigens jetzt der Schwierigkeitsgrad gerade schwer gewesen. So schwer war der gar nicht. Naja, ging. Am Ende hab ich jetzt schon ein paar Tore gehabt. Ja, hatte ich. Da wurde es schon ein bisschen härter. Da musste man aufpassen. Eine Salve war jetzt schon tot. Also so langsam könnte es mal fertig werden. Der Gesichtsausdruck von dem einen, fast rechts von ganz links. Ich glaube, das hat er extra gemacht, diesen Gesichtsausdruck. Für dieses Foto. Tessa Singleplayer. Ach ja, es gibt ja auch noch Multiplayer dazu. Stimmt ja. Den ich aber nicht, einfach nicht nutze, weil ich auf der PS3 nicht ins Internet gehe. Nein. Weil, ja, dafür müsste ich praktisch ein LAN-Kabel dafür haben. Aber es hat doch WLAN. Ja, es passt aber nicht zu meinem WLAN. Da es verschiedene WLANs gibt, passt, und das eigentlich nur eins kann, passt es nicht zu meinen. Was schon doof ist, aber man kann nicht dagegen nichts machen praktisch. Und so langsam könnte es mal wirklich fertig werden.
Eine hat alle. Eine hat alle Oni gesprochen. Also. Ja, so weitergeht, ist die Hälfte des Videos praktisch die Credits. Warum wird eigentlich jetzt alles aufgeführt? Ah, ich komme zu den Special Thanks. Das ist schon. Bei diesem O'Connor denke ich immer an die Mumie. O'Connor! What the heck? Was soll das jetzt sein? Wenn jetzt alle Tumpel der Seite auch gezählt oder was? Ah. So. Auf die Insel zurückkehren will ich jetzt nicht. Mir fehlt aber noch ein Tagebuch. Ich frage mich, wo krieg ich das her? Krieg ich das noch? Weil ich weiß, dass eins noch fehlt. Eins fehlt noch. Ist mir jetzt egal, ob ich das bekomme oder nicht. Ich will es nur mal wissen.
Na, ja, das will ich zumindest doch voll haben. Vielleicht gibt es noch einen Erfolg. Ja, genau, es gibt noch Erfolg. Yay! So, ich würde sagen, das war mein Let's Play zu Tomb Raider und bis zum nächsten Projekt. Ciao.